Hallo und herzlich willkommen zur 11. Folge von Klarkommen mit der Untertan von Heinrich Mann. Heute geht es um das 4. Kapitel und das 4. Kapitel hat fast 100 Seiten. Es geht im Zentrum um den Prozess gegen den industriellen Lauer und ich habe euch hier eine kleine Grafik aufgezeichnet, die so ein bisschen einteilt, wie diese 100 Seiten aufgeteilt sind. Ungefähr 60 Seiten haben wir den Weg bis zum Prozess, also wie geht es allen Beteiligten vor dem Prozess. Dann haben wir 36 Seiten lang den Prozess und 4 Seiten nach dem Prozess. Das heißt, ihr habt so einen Anstieg und einen steilen Abfall in diesem 4. sehr langen Kapitel. Wir erinnern uns kurz zurück ans 3. Kapitel. Das 3. Kapitel hat ja nach dem Erschießen des Arbeiters durch einen königlichen Soldaten einen Streit des liberalen und des nationalen Lagers quasi hervorgerufen, in dessen Zentrum dann am Ende ein Streit zwischen dem industriellen Lauer, der zum liberalen Lager gehört, und Dietrich Hässling im Ratskeller passiert, wo Dietrich Hässling Lauer sozusagen dazu bringt, eine Majestätsbeleidigung auszusprechen, die er zwar nicht hundertprozentig, also er nennt nicht den Namen des Kaisers, aber alle Beteiligten wissen, dass Lauer schon auch das kaiserliche Haus mit meint. Nach diesem Vorfall schart sich das nationale Lager um Diederich. Es gibt eine ausgelassene Feier. Sie betrinken sich sozusagen gemeinsam, schwelgen in nationalen Hochgefühlen, schreiben ein Glückwunschtelegramm an den Kaiser, geben das auf und Diederich Hässling, ihr erinnert euch, er findet eine Antwort des Kaisers auf den Vorfall mit dem Soldaten, wo er dem Kaiser sozusagen die Worte in den Mund legt, dass der Soldat ausgezeichnet werden soll für seinen heldenhaften Einsatz für den Kaiser, indem er diesen Arbeiter erschossen hat. Das heißt, eigentlich endet dieses 3. Kapitel damit, dass Dietrich Hässling und das nationale Lager sich hochgestimmt fühlen. Aber das 4. Kapitel, da kippt die Situation sofort, denn Jadasson, der Gerichtsassessor, strengt tatsächlich einen Prozess gegen Lauer an. Und das ist dann den Bürgern von Netzig doch zu viel. Also eine Auseinandersetzung, ein Streit, ja, aber wenn jemand einen der Iren in Misskredit sogar vor Gericht bringt, dann ist das nicht gern gesehen in Netzig. Und nicht nur das liberale Lager zieht sich total zurück, sondern auch, dass der private Bereich, der geschäftliche Bereich, das wäre symbolisiert durch Guste Deimchen, und auch diejenigen, die in der Nacht, in dieser Siegestaumel, nationalen Nacht mit Diederich gefeiert haben, ziehen sich zurück, nämlich Kühnchen und Major Kunze. Notgroschen, der Redakteur, auch ein bisschen, also er hat keine Partei mehr. Und Pastor Zillig predigt auch quasi so, dass alle denken, Diederich ist damit gemeint, gegen Diederich, also ohne ihn wirklich zu nennen. Bestimmt werden diese ersten 60 Seiten von verschiedenen Begegnungen, in denen sozusagen dann Diederich mit einzelnen Personen seine Lage bespricht. Er also einmal mit Dr. Heuteufel sozusagen, von dem er sozusagen, also wo er sozusagen sich einmal mit dem liberalen Lager versucht zu verständigen, was nicht funktioniert. Dann kommt das Gespräch mit Jadasson, wo Diederich sich versucht rauszuwinden. Jadasson, also er fühlt sich im Prinzip von Jadasson hintergangen, dass er den Streit mit Lauer benutzt, um seine eigene Karriere hin zum Staatsanwalt zu befördern, indem er eben Lauer verklagt. Dann kommt ein Gespräch mit Major Kunze, wo sozusagen klar wird, warum das nationale Lager sich von ihm zurückzieht. Und ein Gespräch mit Guste Deimchen, wo er sozusagen versucht, mit Guste darüber zu reden, dass er ja eigentlich die bessere Partie ist und sie ihn aber komplett abblitzen lässt als jemand, der versucht, ihre Familie oder ihre Familie in Spee, nämlich die Familie Buck, schlecht zu reden.
Und es ist ein längeres Gespräch mit dem Gerichtsrat Fritsche, der nachdem Jadasson Anklage erhoben hat gegen Lauer in Vertretung der Staatsanwaltschaft, muss Gerichtsrat Fritsche sozusagen alle Zeugen aufnehmen als Prozessvorbereitung. Und das Pikante an dieser Situation ist, dass in ganz Netzig das Gerücht geht, dass Gerichtsrat Fritsche ein Verhältnis mit der Ehefrau von Herrn Lauer hat. Und das wird auch aus dem Gespräch so klar. Deswegen versucht Gerichtsrat Fritsche, sich mit Diederich Hässling darauf zu einigen, dass Diederich seine eigene Zeugenaussage so moderat formuliert, sodass er sich nicht ganz sicher ist, ob diese Äußerungen tatsächlich so gefallen sind, dass er sagt, dass er eventuell ja vielleicht zu betrunken gewesen ist und auch ein bisschen provoziert hat, sodass Lauer trotz der Anklage von Jadasson ungeschoren davon kommt. Diese Distanzierung von ganz Netzig von Diederich Hässling hat für ihn auf zwei Ebenen große Folgen. Einmal sozial. Seine Schwestern haben Angst, keinen Ehemann mehr zu bekommen, aber auch wirtschaftlich, weil Diederich bestimmte Aufträge nicht bekommt, zum Beispiel den Auftrag des Kaufhausbesitzers Kohn. Und so kommt Diederich in Zahlungsschwierigkeiten. Ihr erinnert euch ja, er hat sich gegen den Rat von Söttbier einen neuen Holländer, das ist eine Maschine, die man braucht, um Papierbrei herzustellen, bestellt, die sehr teuer war. Und jetzt kommt er in große finanzielle Schwierigkeiten, muss sogar Arbeiter entlassen und hat hier durch diesen Streit und den danach von Jadasson angestrengten Gerichtsprozess einen großen Schaden, sowohl sozial als auch wirtschaftlich, und fühlt sich in die Ecke gedrängt. In seiner finanziellen Misere versucht jetzt Diederich Hässling aus diesem Kaufvertrag wieder rauszukommen. Und wie bei allen Problemen, denen Diederich Hässling in seinem Leben begegnet, ist sein Mittel der Wahl Lüge. Er lügt also und versucht über verschiedene Wege zu beweisen, dass die Maschine schlecht wäre, dass sie falsch geliefert ist oder zu spät, dass die keinen Maschinisten mitgeschickt haben, den er gar nicht bestellt hat und so weiter und so weiter. Auf jeden Fall verschwistert er sich hierbei mit Napoleon Fischer, seinem Maschinenmeister. Und obwohl er die ganze Zeit sehr schlecht über ihn gesprochen hat, wird er dann sozusagen wieder ganz freundlich, wenn er etwas von ihm braucht, nämlich die Expertise, dass die Maschine fehlerhaft wäre. Und das heißt, hier wird wieder dieses Wesen deutlich: Wenn jemand ihm etwas geben kann, dann ist er freundlich und nett, und ansonsten bezeichnet er ihn sozusagen in Gedanken als affenartig, als sozusagen jemanden, dessen politische Einstellung er so schlecht findet, dass er ihn am liebsten rausschmeißen würde. Ihr erinnert euch an diese ganzen Situationen. Und Fischer spielt das Spiel aber mit und lügt im Prinzip auch für Diederich Hässling. Und damit hat er ihn natürlich auch in der Hand, was Diederich Hässling irgendwann auch erkennt. Die Firma, von der die Maschine ist, schickt dann schließlich einen Prokuristen, das heißt einen leitenden Angestellten, der überprüfen soll, was jetzt eigentlich mit dieser Reklamation der Maschine wirklich ist. Und Kinas stellt zuerst einmal fest, dass dass offensichtlich die Maschine falsch behandelt worden ist, die Ventile seien verstopft worden. Und es wird eigentlich ziemlich schnell klar, dass Kinas Diederich Hässling durchschaut. Allerdings passiert parallel eine andere Haltung, nämlich Magda, die jüngere der beiden Schwestern von Diederich Hässling, angelt sich Kinas. Sie sieht also hier ihre Chance. Vorher haben sich die Schwestern ja beschwert, dass durch die soziale Isolation, in die Diederich Hässling durch seinen Streit mit Lauer, der zu einem Prozess geführt hat, in Netzig geraten ist, haben die Schwestern quasi gar keine Chance, einen Bräutigam in Netzig zu finden. Aber Magda Hässling sieht in diesem Fremden, der kommt, der bei ihnen ist, die Möglichkeit, sich einen Mann zu angeln von einer gewissen Stellung, der aber dadurch, dass er kein Netziger ist, keine Ahnung davon hat, dass diese Familie derzeit in Netzig nicht gut gelitten ist.
Und über verschiedene Situationen lässt sie ihre weiblichen Reize spielen und schafft es innerhalb von einem Tag, dass Kinast sich mit ihr verlobt. Und es wird auch deutlich, wie Diederich jetzt seine Schwester, die er vorher beschimpft, mit ganz anderen Augen sieht. Und dazu lese ich euch eine ganz kurze Textstelle vor. Ich lese euch zwei Textstellen vor. Einmal O-Ton, bevor Magda sozusagen sich Kinast geangelt hat. Das ist auf Seite 201. Da sagt die Schwester: Alte Jungfern werden wir noch wegen deiner politischen Kämpfe. Und Dietrich antwortet: Das braucht ihr nicht erst zu werden. Ihr liegt mir hier unnütz im Hause umher. Ich rackere mich ab für euch und ihr wollt auch noch nörgeln und mir meine heiligsten Aufgaben verekeln. Gemeint mit heiligsten Aufgaben ist sein politischer Kampf für die nationale Gesinnung, für den Kaiser. Dann schüttelt gefälligst den Staub von euren Pantoffeln. Meinetwegen könnt ihr Kindermädchen werden. Und er schlug die Tür zu, trotz Frau Häslings gerungenen Händen. So kamen denn traurige Weihnachten heran. Die Geschwister sprachen wenig miteinander und so weiter und so weiter. Und jetzt hören wir uns an, wie sich das Ganze anhört, wenn Magda sich Kinast geangelt hat. Auf Seite 221 ändert sich das dann total. Es ist jetzt gerade klar geworden, dass Kinast der Verlobung zugestimmt hat. Magda also jetzt offiziell verlobt ist. Nach Tisch ging Frau Häsling auf den Fußspitzen aus dem Zimmer, wo die Verlobten saßen, und auch Diederich wollte sich zurückziehen, aber sie holten ihn zum Spazierengehen. Also sie, damit ist Kinast und Magda gemeint. Wohin geht es denn und wo sind Mutter und Emmy? Emmy ist die ältere Schwester. Emmy hatte sich geweigert, mitzukommen, und darum blieb auch Frau Häsling zu Hause. Weil es sonst schlecht aussehen würde, weißt du, sagte Magda. Diederich stimmte ihrer Einsicht zu. Er wischte ihr sogar den Staub fort, der beim Eintritt in die Fabrik an ihrem Pelzjackett hängen geblieben war. Er behandelte Magda mit Achtung, denn sie hatte Erfolg gehabt. Das heißt, hier dreht sich jetzt sein ganzes Verhalten gegenüber der Schwester um. Vorher haben wir verschiedene Textstellen, in denen er seine Mutter, seine Schwestern beschimpft, indem er sozusagen sich selbst als der Mächtigere, der den Ton angibt, generiert. Aber jetzt bewundert er sozusagen diese Wachheit von Magda, dass sie sozusagen die Situation, in der sie sich als Familie gesellschaftlich befinden, nämlich in der Außenseiterposition, so klar hat, dass sie sagt, okay, sie setzt alles auf eine Karte und angelt sich in 0, nichts Kinast, der keine Ahnung von der Situation der Familie hat, als Außenstehenden. Auf dem Spaziergang treffen sie verschiedene Menschen im Dorf, unter anderem Guste Deimchen, aber auch Wolfgang Buck, der überraschenderweise in Netzig ist und von dem Diederich Hässling erst erfährt, dass morgen am nächsten Tag der Prozess ist, denn seine Mutter hatte ihm die Vorladung unterschlagen, um die harmonische Familienatmosphäre nicht zu stören. Das sagt auch wieder so ein bisschen was aus über die Situation bei Häslings zu Hause. Jedenfalls ist dieses Gespräch mit Wolfgang Buck wieder ein Verhandeln dieser beiden Positionen. Auf der einen Seite geht es um Politik und um den Prozess, also um vor allen Dingen um die Haltung von Wolfgang Buck zum Kaiser und was er über ihn denkt, und aber auch um Diederichs Haltung zum Kaiser und zum nationalen Gedankengut. Es geht auch um den Prozess. Diederich Hässling wundert sich, dass Wolfgang Buck mit ihm überhaupt spricht, aber Buck scheint das alles im Prinzip egal zu sein. Es geht dann auch noch darum, um das Private, nämlich Wolfgang Buck, der Diederich Hässling gegenüber freimütig zugibt, dass er tatsächlich in Berlin noch mit einer Schauspielerin liiert ist. Und Wolfgang Buck praktisch bittet, während seiner Abwesenheit Guste Deimchen warm zu halten und zu unterhalten. Also im Prinzip seine Verlobte sozusagen so halboffiziell weiterzugeben an Diederich Hässling, was dieser aber vehement ablehnt. In diesem Gespräch wird vor allen Dingen dieses
Also diese grundsätzlich zynische, fast zynische Haltung von Wolfgang Wuck gegenüber Politik, so leicht melancholisch, aber auch abwertend deutlich, aber auch gegenüber privaten Gefühlen, nämlich diesen Umgang mit Gusde Deimchen. Und Diederich Hässling verurteilt Wolfgang Wuck auch harsch für seine offen geäußerte Doppelmoral. Und diese Textstelle lese ich euch kurz vor. Ich beginne da, wo Diederich Hässling gefragt wird, ob er nicht Gusde Deimchen ein bisschen beschäftigen möchte, während Wolfgang Wuck weg ist. Wir sind im Recklang auf Seite 229. Ich soll, meint Diederich, sozusagen den Kochtopf hie und da ein bisschen umrühren, worin ich Wurst und Kohl am Feuer zu stehen habe. Gemeint ist mit dieser Metapher seine Beziehung zu Gusde Deimchen, sozusagen die so, also Wurst und Kohl, als so diese solide, ernsthafte Ehefrau, während er sozusagen das exquisitere Essen in Berlin hat in Form dieser Schauspielerin. Indes ich selbst noch draußen beschäftigt bin. Wir haben doch Sympathie füreinander. Danke, sagt Diederich kühl. So weit reicht meine Sympathie allerdings nicht. Beauftragen Sie sonst jemanden. Ich denke denn doch etwas ernster über das Leben. Und er ließ Buck stehen. Außer der Unmoral des Menschen empörte ihn seine würdelose Vertraulichkeit, nachdem sie noch soeben in Anschauung und Praxis sich wieder einmal als Gegner erwiesen hatten. Unleidlich so einer, aus dem man nicht klug ward. Was hat er morgen gegen mich vor? Gemeint ist mit morgen der Prozess. Daheim machte er sich Luft. Ein Mensch wie eine Qualle und von einem geistigen Dünkel. Gott behüte unser Haus vor solcher alles zerfressenden Überzeugungslosigkeit. Sie ist in einer Familie das sichere Zeichen des Niedergangs. Das, was Diederich Hässling also wirklich empört, ist, dass Wolfgang Buck von Werten wie Ehrlichkeit oder Treue so wenig hält, dass er sogar ihm als politischem Gegner freimütig zugibt, dass er ein Verhältnis hat, wie er über den Kaiser denkt, dass er aber genauso schlecht über sich selbst denkt, sozusagen. Und diese Offenheit, das ist das mit diesen Aspekt, mit dem Diederich Hässling überhaupt nichts anfangen kann. Wir erinnern uns, Diederich Hässling hat zwar auch diese schwankende Meinung, aber er gibt das vor sich selbst nicht zu. Er belügt sich eigentlich die ganze Zeit und auch andere. Ich habe mich dafür entschieden, den Anfang des Kapitels sehr schnell durchzugehen, um euch so die wesentlichen Teile, wie sie zusammenpassen, vorzuführen. Ihr besprecht vielleicht einzelne Textstellen im Unterricht noch genauer. Der wirkliche Höhepunkt dieses Kapitels ist der Prozess, der in seinem Ablauf sehr ausführlich geschildert wird. Also hier haben wir nur einen Tag. Vorher ist es eine Geschichte, die sich über Wochen hinzieht, bis dieser Prozess tatsächlich sozusagen zustande kommt. Und wir haben hier eine ganz andere Arbeit mit der Erzählzeit sozusagen. In den ersten 60 Seiten werden, wie gesagt, mehrere Wochen zusammengefasst, während jetzt auf diesen 36 Seiten wirklich nur im Prinzip ein Tag mit der Verhandlung am Vormittag und am Nachmittag mit der Verkündung des Urteils dargestellt werden. In großer Breite. Und ich habe euch hier neben einmal eine Skizze gemacht über die Stimmung der beiden Konfliktparteien, wie sie im Saal, das ist immer das Herzchen, also die Stimmung im Saal, wie sie im Saal sozusagen wechselt von einer Seite zur anderen, bis sie am Ende, Spoiler-Alarm, auf der Seite von Diederich Hässling zum Stehen kommt. Also wie gesagt, das Herzchen ist die Stimmung im Saal, also sozusagen die Stimmung der Öffentlichkeit. Auf der einen Seite steht Lauer und Wolfgang Buck, sein Verteidiger, auf der anderen Seite Diederich Hässling, der sozusagen die Personifizierung dieses Konfliktes ist. Also alle in Netzig sind sich einig, dass ohne Diederich Hässling die Situation so gar nicht stattgefunden hätte. Und deswegen steht nicht wirklich Jadasson auf der anderen Seite, der ja derjenige ist, der diesen Prozess angestrengt hat in Vertretung der Staatsanwaltschaft, sondern eigentlich Diederich Hässling. Am Anfang, das ist in dem Kapitel schön aufgebaut worden durch diese Isolierung, in der sich privat und wirtschaftlich Diederich Hässling dann befindet,
ist die öffentliche Meinung voll auf der Seite von Lauer und erwartet die Verteidigung von Wolfgang Buck eigentlich mit dem Hintergrund, dass das wohl schon gut gehen wird. Und diese Zickzacklinie, das sind die Vernehmungen der Zeugen. Also sowohl Wolfgang Buck hat Entlastungszeugen aufgeführt, das sind im Prinzip die Vertrauten aus dem liberalen Lager, als auch Jadasson als Staatsanwalt hat belastende Zeugen, die er in den Zeugenstand ruft. Und Jadasson und Buck versuchen wechselseitig die Zeugen des anderen unglaubwürdig zu machen. Und ihr seht an der Zickzacklinie, dass die sich schon mehr in Richtung Diederich bewegt, weil hier doch Jadasson mehr Erfolg zu haben scheint, die Zeugen, die für Lauer sprechen, zu destabilisieren und seine eigenen, die gegen Lauer sprechen, zu stabilisieren. Aber wie gesagt, es ist noch so ein Hin und Her und beide machen im Prinzip Punkte, sowohl Buck als auch Jadasson. Das zieht sich dann, also diese verschiedenen Zeugenaussagen ziehen sich über ungefähr 20 Seiten und auf Seite 251 bis 254 wird eine Rede von Diederich dann vorgetragen. Das ist seine zweite Aussage, also die erste ist eine von den ersten Zeugen aus, also ist die allererste Zeugenaussage, da sieht er sehr schwach aus, wird vom Richter vorgeführt, versucht sich rauszuwinden, so wie wir Diederich Hässling auch kennen. Dann ist es allerdings so, dass durch den Verlauf die Zeugen, also sich die Meinung im Saal immer ein bisschen mehr in seine Richtung verschiebt. Und dann gibt er Jadasson ein Zeichen, dass er noch einmal sprechen möchte. Und in diese Rede schauen wir rein, mit der er dann die öffentliche Meinung erstmal ganz auf seine Seite zieht. Die Rede von Diederich Hässling zieht sich über vier Seiten hin. Am Anfang wird sie zusammengefasst, als er die Vorereignisse berichtet. Und dann wird sie aber zu großen Teilen als wörtliche Rede von Diederich Hässling wiedergegeben und der wörtliche Redeteil beginnt auf Seite 252. Denn, meine Herren Richter, ich leugne es nicht länger, ich habe ihn herausgefordert. Wird er das Wort sprechen, an dem ich ihn packen kann? Er sprach es und, meine Herren Richter, ich habe ihn gepackt und habe damit nur meine Pflicht erfüllt und würde sie auch heute wieder erfüllen, mögen mir daraus in gesellschaftlicher und geschäftlicher Beziehung selbst noch mehr Nachteile erwachsen, als ich in der letzten Zeit zu ertragen gehabt habe. Der uneigennützige Idealismus, meine Herren Richter, ist ein Vorrecht des Deutschen. Er wird ihn unentwegt betätigen, mag ihm angesichts der Menge der Feinde gelegentlich auch der Mut sinken. Als ich vorhin mit meiner Aussage noch zögerte, war es nicht nur, weil der Herr Untersuchungsrichter mit mir günstigst zubilligte, eine Verwirrung des Gedächtnisses. Es war, ich gestehe es, ein vielleicht begreifliches Zurückweichen vor der Schwere des Kampfes, den ich auf mich nehmen sollte. Wir sehen hier Diederich Hässling und wir haben ihn über 60 Seiten begleitet, wie er versucht hat, die Situation wieder zu seinen Gunsten zurückzuwinden. Und jetzt tut er aber so, als hätte er von Anfang an alle diese Isolation und alles, was er erduldet hat im Vorfeld des Prozesses, nämlich gesellschaftliche Isolation und wirtschaftliche Sanktionen, total beabsichtigt und von der ersten Minute an sozusagen auch verfolgt. Und als wäre er nur am Anfang in seiner ersten Aussage in dem Prozess, wo er sehr wankelmütig war und sozusagen schwach gewirkt hat, nur kurz sozusagen vor der Masse der Feinde, die sich da im Saal gefunden hätten, also der Masse der Feinde des Kaisers und der nationalen Gesinnung, kurz in die Knie gegangen. Das heißt, er belügt sich selbst und alle anderen über seine Motivik. Wenn ihr also schaut, das, was er an Wolfgang Buck im Prinzip empörend findet, ist, dass er total gesinnungslos ist, gesinnungslos, also nicht bei einer Überzeugung bleibt, sondern sozusagen offen dazu steht, dass er mal dies und mal das denkt und auch nicht so richtig weiß, auf welcher Seite er eigentlich stehen will und einmal möchte er Arbeiterführer sein und dann wieder selbst Kaiser.
Im Prinzip ist Diederich genau dasselbe. Das heißt, er versucht nur immer nach der Macht zu gehen und belügt sich aber fortwährend selbst. Die Haltungslosigkeit, die er bei Wolfgang Bux so sehr kritisiert, ist etwas, das wir aber ständig wieder finden. Das heißt, öffentlich, hier auch in dieser Rede, redet er von Wahrheitsliebe, dass er immer gegen Lüge kämpfen würde, dass er aufrichtig wäre und auch für gute Sitten einstehen würde. Aber hinter den Kulissen sehen wir ihn immer wieder, wie er schlecht über andere Leute denkt, je nachdem seine Meinung ändert, wenn dann jemand doch etwas für ihn tun kann, wie zum Beispiel sein Maschinist Napoleon Fischer oder wenn er mit seinem zukünftigen Schwager Kienast im Prinzip wie auf dem Markt darüber verhandelt, wie das mit der Mitgift für seine Schwester laufen soll und im Prinzip Kienast versucht davon zu überzeugen, Geld in sein Geschäft zu stecken, also im Prinzip die Beziehung seiner Schwester zu Kienast als geschäftliches, eine geschäftliche Transaktion zu begreifen, was zwar zu der Zeit nicht so ungewöhnlich war, aber trotzdem, wie er versucht, sozusagen immer wieder gut dazustehen und eigentlich nicht von Anfang an sozusagen als Idealist für etwas kämpft, sondern einfach nur in seinem Machtverständnis. Wir erinnern uns wieder an ganz Anfang. Diederich Hässling funktioniert immer als ein Element einer Macht, unter die er sich unterordnet. Hier den Kaiser. Das heißt, den Kaiser verteidigt er, weil er alle seine Macht aus diesem System hat und jetzt auch benutzt. Denn das Gericht des Kaisers agiert ja jetzt im Moment für ihn. Und er wartet mit dieser Aussage bis zu dem Punkt, als Bürgermeister Scheffelweis, das war so die letzte Zeugenvernehmung, sagt, er könnte sich vorstellen, dass Herr Lauer doch den Kaiser gemeint hat. Das heißt, er wartet, bis die öffentliche Meinung wieder ein bisschen mehr in seine Richtung kommt, bevor er selbst mutig wird. Die Rede von Diederich Hässling wird von allen gut aufgenommen erstmal und damit geht diese Verhandlung in die Mittagspause und vertagt sich bis nach einer Mittagspause, wo dann die Schlussplädoyers gehalten werden. Und da hat der Verteidiger Wolfgang Buck zuerst das Wort. Und wir hören dann die Rede von Wolfgang Buck, der es schafft, erstmal alle wieder auf die Seite von Lauer zu ziehen, es aber dann mit den letzten Worten, Sätzen seiner Rede total ins Gegenteil umschlagen zu lassen. Und das schauen wir uns einmal genau an. Wolfgang Bucks Plädoyer beginnt auf Seite 258. Er hat sämtliche Schauspieler des Stadttheaters eingeladen. Und das zeigt auch, inwieweit ihm der Auftritt wichtiger ist als die Sache selbst. Das ist ja auch das, was Diederich Hässling an ihm kritisiert, seinen haltungslosen Intellektualismus, dass ihm ein geistreicher Gedanke wichtiger ist als eine politische Haltung. Und das führt hier auch ganz offen Wolfgang Buck so vor. Ihm ist der Auftritt sehr wichtig und er lässt sich am Ende auch von seinen Schauspielerkollegen beglückwünschen, weil es ihm im Wesentlichen um den Auftritt geht. Das ist auch am Ende das, warum er alles verspielt. Und wenn wir uns das dann anschauen, versucht er jetzt sozusagen die Situation, wo die Zeugenaussagen sehr gegen Lauer gesprochen haben, auch die Rede Diederich Hässlings, ja im Prinzip die gesamte Sympathie auf die nationale kaisertreue Gesinnung und die Opfer, die man dafür bringen muss, bis hin zur sozusagen Schädigung eines bekannten Bürgers bringen müsse, für eine echte nationale Gesinnung jetzt wieder zurückzuziehen. Und es gelingt ihm auch zuerst das Publikum in seinen Bann zu ziehen, indem er den Untertanengeist von Diederich Hässling nach und nach ja, in den Dreck zieht, sozusagen, um am Ende das Gericht dazu zu bewegen,
aus dieser Affäre eine Entscheidung für den richtigen Bürger zu machen. Also, welche Art von Bürger möchte man unterstützen? Möchte man einen Denunzianten, einen Schwachen, einen Mitläufer unterstützen wie Diederich Hässling? Oder möchte man einen selbstständigen Industriellen, der versucht, sozusagen das Beste für seine Untergebenen zu tun, in Misskredit zu bringen und eben eventuell zu verurteilen. Das heißt, er baut sein gesamtes Plädoyer so auf, dass er versucht, Diederich Hässling schlecht zu machen und das Gericht dazu zu bringen, sich zwischen diesen zwei Personen als Menschen und deren Charakteren zu entscheiden. Und ich lese euch jetzt ein paar Textstellen vor, die sowohl den einen als auch den anderen charakterisieren. Ich kann nicht alle vorlesen, sonst würde dieses Video ewig dauern. Wir sind im Reclan auf Seite 260. Ich werde also nicht vom Fürsten sprechen, sondern vom Untertan, den er sich formt. Nicht von Wilhelm dem Zweiten, sondern vom Zeugen Hässling. Sie haben ihn gesehen. Ein Durchschnittsmensch mit gewöhnlichem Verstand, abhängig von Umgebung und Gelegenheit, mutlos, solange hier die Dinge schlecht für ihn standen und von großem Selbstbewusstsein, sobald sie sich gewendet hatten. Im Prinzip fasst er also hier diesen Zickzack-Verlauf zusammen, an dessen Anfang Hässling eine sehr schwache Aussage macht und sobald sich die Meinung langsam gegen Lauer dreht, dann erst den Mut findet, eine neue Aussage mit neuer Kraft und sehr nationaler Gesinnung zu tun. Auf Seite 261, nachdem Wolfgang Buck wieder vom Richter dazu aufgefordert worden ist, nichts Negatives über den Kaiser zu sagen, antwortet Buck: Erst der Herr Vorsitzende, sagt Buck, hat die Person des Monarchen genannt. Aber da sie nun genannt ist, darf ich ohne Verlegenheit für das Gericht feststellen, dass diese Person durch die Vollständigkeit, mit der sie im heute gegebenen Moment die Tendenzen des Landes ausdrückt und darstellt, etwas fast Verehrungswürdiges bekommt. Ich will den Kaiser, und der Herr Vorsitzende wird es nicht auf sich nehmen, mich zu unterbrechen, einen großen Künstler nennen. Er sagt hier Künstler, weil er sagt, dass der Kaiser den Sinn, also den Geist der Zeit gut ausdrückt, darstellt wie ein Schauspieler sozusagen, was eigentlich fast auch schon wieder eine Beleidigung ist. Also, ich will den Kaiser einen großen Künstler nennen. Kann ich mehr tun? Wir alle kennen nichts Höheres. Eben darum sollte es nicht erlaubt sein, dass jeder mittelmäßige Zeitgenosse ihm nachäfft. Gemeint ist hier Diederich Hässling. Im Glanz des Thrones mag einer seine zweifellos einzige Persönlichkeit spielen lassen, mag reden, ohne dass wir mehr von ihm erwarten als reden, mag blitzen, blenden, den Hass imaginärer Rebellen herausfordern und den Beifall eines Parterres, das seine bürgerliche Wirklichkeit darüber nicht vergisst. Also im Prinzip versucht er hier sozusagen darzustellen, dass Diederich Hässling nur den Glanz des Kaisers leiht, um selbst auf der Bühne Macht darzustellen wie ein Schauspieler. Und Wolfgang Buck sagt hier aber auch, dass das Parterre die bürgerliche Wirklichkeit aber nicht vergisst. Das heißt, selbst wenn Diederich so tut, als wäre er sozusagen kaiserähnlich, indem er ihn nachäfft, also nachahmt, erkennen doch alle, dass er ein Bürger ist. Ich überspringe ein bisschen weiter runter. Aber ein netziger Papierfabrikant, fragte er. Die Papierfabrikanten neigen heute dazu, sich eine Rolle anzumaßen, für die sie nicht fabriziert sind. Zischen wir sie aus. Sie haben kein Talent. Das ästhetische Niveau unseres öffentlichen Lebens, das vom Auftreten Wilhelms II. Eine so ruhmreiche Erhöhung erfahren hat, kann durch Kräfte wie den Zeugen Hässling nur verlieren. Und mit dem Ästhetischen, meine Herren Richter, sinkt oder steigt das Moralische, erlogene Ideale ziehen unlautere Sitten nach sich, dem politischen Schwindel folgt der bürgerliche. Das heißt, er nimmt dieses Bild des Kaisers als dem höchsten Darsteller im Land weiter auf, spricht Diederich Hässling, dem Netziger Papierfabrikanten, aber das Talent ab, dann wirklich auch so gut zu sein.
Und das Auszischen ist im Prinzip eine Reaktion von einem Publikum, das eine Theateraufführung nicht mag. Und hier seht ihr auch verschiedene rhetorische Mittel, die sozusagen Wolfgang Buck benutzt, nämlich das Wir, das Diederich Hässling ausschließt und versucht, den Saal auf die Seite von ihm und Lauer zu ziehen. Und er fordert im Prinzip den Saal auf, Diederich Hässling auszuzischen, also seine Darstellung eines Kaisertreuen sozusagen abzulehnen und auszubuhen. Wolfgang Buck stellt dann vor, was passiert, wenn man falsche Schauspieler sozusagen gewähren lässt, den Kaiser nachzustellen. Gemeint ist hier Diederich Hässling. Wir sind jetzt auf Seite 263, springen wieder ein bisschen. Und wehe, wenn es ein falsch verstandenes Beispiel war, dann kann es geschehen, dass über das Land sich ein neuer Typus verbreitet, der in Härte und Unterdrückung nicht den traurigen Durchgang zu menschlicheren Zuständen sieht, sondern den Sinn des Lebens selbst. Das heißt, ihr habt ja immer wieder sozusagen, wenn Diederich Hässling sagt, es sind harte Zeiten, er selbst muss hart sein. Wir haben da verschiedene Situationen gehabt, an denen er seine Härte durchspielt, zum Beispiel als er Agnes abserviert, seine quasi fast Verlobte. Und Wolfgang Buck stellt in dieser Rede eigentlich den Untertanengeist, der ja im Prinzip hier in diesem ganzen Buch von Heinrich Mann dargestellt wird, auch nochmal bloß und ist im Prinzip so ein Brennglas auf diese Figur Diederich Hässling, indem er eben sagt, dass dieser Typus des Untertanen Härte und Unnachgiebigkeit als Ziel sieht und nicht als Weg, um ein ideelleres Ziel zu erreichen, sondern als den eigentlichen Sinn, sich nämlich unterzuordnen, sich quälen zu lassen und aber dann auch andere zu quälen, anderen hart zu sein. So. Das heißt, Wolfgang Bucks Plädoyer charakterisiert hier in verschiedenen Stationen den Untertanengeist, der uns hier im ganzen Roman vorgeführt wird. Dann kommt er zu seinem Ende. Wir sind inzwischen Seite 263 weit unten. Und er spricht wieder das Publikum und auch die Richter vor allen Dingen selbst an. Sie sind souverän. Und ihre Souveränität ist die erste und stärkste. In ihrer Hand ist das Schicksal des Einzelnen. Sie können ihn in das Leben schicken oder ihn sittlich töten. Gemeint ist hiermit, dass das Gericht und das Publikum eigentlich auch Macht darüber hat, Lauer entweder zu vernichten oder freizusprechen. Und freisprechen wäre ins Leben schicken. Und Buck schiebt auch noch nach, was kein Fürst kann. Das heißt, er bezieht sich hier auch auf die Freiheit des Gerichts, die in dieser Sekunde nicht mal dem Wort des Kaisers untersteht, sondern souverän ist, also selbstständig agieren kann. Und hier deutet sich eigentlich schon an, dass hier eine eigentlich liberale Gesinnung der Bürger und die Bürger, die für sich selbst verantwortlich sind, hier zumindest in diesem Moment, in diesem Gerichtsurteil, das jetzt ansteht. Die Norm aber der Individuen, also der Einzelnen, die sie gutheißen oder verwerfen, bildet ein Geschlecht. Das heißt, das, was man in dieser kleinen Gerichtsentscheidung entscheidet, entscheidet darüber, woraus am Ende die Menschheit und die Gesellschaft besteht. Also das Geschlecht ist hier die Gesamtheit. Und so haben sie Macht über unsere Zukunft. Bei ihnen liegt die unermessliche Verantwortung, ob künftige Männer wie der Angeklagte die Gefängnisse füllen und Wesen wie der Zeuge Hässling der herrschende Teil der Nation sein wollen. Auch hier wieder die Wortwahl besonders. Wir haben hier Männer, das ist auf Lauer gemünzt, und Wesen, was schon fast Tier bedeutet, sozusagen, also nicht menschlich oder man weiß nicht, ob es ein Mensch ist. Das wird auf Diederich Hässling gemünzt. Entscheiden Sie sich zwischen den beiden. Entscheiden Sie sich zwischen Streberei und mutiger Arbeit, zwischen Komödie und Wahrheit. Streberei und Komödie sind die Worte, die auf Diederich Hässling gemünzt sind. Und Wahrheit und mutige Arbeit sind die Worte, die auf Lauer gemünzt sind.
zwischen einem, der, um selbst emporzukommen, Opfer verlangt, das ist Dietrich Hässling, und dem anderen, der Opfer darbringt, also den Gewinn seiner Firma mit seinen Arbeitern teilt, damit Menschen es besser haben. Der Angeklagte hat getan, was erst wenige vermochten. Er hat sich seines Herrentums begeben, hat denen, die unter ihm standen, gleiches Recht zugebilligt, Behagen und Hoffnungsfreude. Und jemand, der in seinem Nächsten so sehr sich selbst achtet, sollte fähig sein, von der Person des Kaisers mit Nichtachtung zu sprechen. Das heißt, er nimmt hier die Persönlichkeiten, die Charaktere und die Charaktereigenschaften der beiden Kontrahenten, die hier als Personifikation stehen, und übergibt dem Gericht, aber auch der öffentlichen Meinung, die Aufgabe, sich zu entscheiden, welche Persönlichkeit sollte verurteilt werden und damit aus der Gesellschaft ausgeschlossen, und aus welcher sollte die zukünftige Gesellschaft gebaut werden. Und an dieser Stelle hat Buck eigentlich gewonnen, weil eigentlich wird völlig deutlich, dass alle eher eine Gesellschaft möchten, die aus Menschen wie Lauer bestehen. Aber jetzt stellt sich Buck selbst ein Bein, weil er sich so sehr sicher ist über seinen Vortrag, über seine geistreichen Ideen, die ja tatsächlich geistreich sind. Ich habe euch ein paar rhetorische Figuren, die er benutzt, hier ja auch mit vorgestellt und ein paar bestimmte Wortwahlen, die er benutzt, um sozusagen die öffentliche Meinung und auch die Meinung des Gerichts zu lenken. Aber dann, wir springen ein Stück nach unten auf 264, aber Buck missbrauchte seinen Erfolg. Er ließ sich berauschen. Das Erwachen des Bürgers, rief er aus, die wahrhaft nationale Gesinnung, die stille Tat eines Lauers tut mehr dafür als 100 hallende Monologe selbst eines gekrönten Künstlers. Und das ist das Urteil, das gegen Lauer spricht. Hier wird nämlich deutlich, was Buck die ganze Zeit etwas versteckt hat, nämlich eine glasklare liberale und kaiserkritische Gesinnung. Liberal insofern, dass die Bürger für sich selbst verantwortlich sind, dass also die nationale Gesinnung eigentlich die Gesinnung ist von Bürgern, die für sich selbst einstehen, für die steht Lauer, und dass sie besser sind als 100 Reden, die der Kaiser führt. Und damit muss der Richter natürlich dieser Majestätsbeleidigung, die hier auf etwas geistreichere Art und Weise von Buck eigentlich auch geäußert wird, die Konsequenz ziehen und Lauer verurteilen, was er dann auch tut. Und damit ist der Prozess zu Ende. Und das Interessante ist hier, wie sozusagen diese Reden benutzt werden, um uns immer wieder von einer Seite auf die andere mitzuziehen und am Ende aber trotzdem sozusagen klarzumachen, warum das Urteil dann so fällt, wie es ist. Lauer bekommt 6 Monate Haft. Dann kommen die letzten 4 Seiten dieses Kapitels nach dem Prozess. Dietrich wird von allen geachtet, auch diejenigen, die sich vorher von ihm distanziert haben, versuchen wieder seine Nähe zu bekommen. Er ziert sich ein bisschen, aber im Prinzip lässt er sich sehr schnell von allen wieder einnehmen. Die Liberalen in Netzig werden sehr still und man sieht, dass sie im Prinzip quasi ihre Macht verlieren oder verloren haben. Und die Wendehälse, die erst mit Dietrich gefeiert haben, sich national gesinnt gezeigt hatten, sich dann von ihm distanziert haben, kommen alle wieder zurück. Also Major Kunze, Gymnasialrat Kühnchen, auch der Redakteur Notgroschen, alle kommen wieder auf die Seite von Dietrich Hässling, der jetzt oben auf ist. In diesem 4. Kapitel ist also zusammenfassend tatsächlich dieser Kampf des liberalen und nationalen Lagers, der in Netzig dann öffentlichkeitswirksam geführt wird und auch entschieden wird. Gleichzeitig begegnen wir wieder Diederichs Doppelmoral, aber auch der Doppelmoral der gesamten Stadt. Also da haben wir ja auch immer die Leute, die sich am Anfang zu Dietrich hingezogen fühlen, sich dann wieder distanzieren und am Schluss des Kapitels sich auch wieder Dietrich unterordnen. Und wir haben mit der Rede von Wolfgang Buck ein, im Prinzip wie ein Brennglas, einmal die Figur des Untertanen
vorgeführt in dem Plädoyer, das Buck hält und das im Prinzip auch nochmal den Charakter des Untertanen nach oben buckeln, nach unten treten, deutlich ins Visier nimmt, auch wenn Buck am Ende alles verschenkt und sein Mandant trotzdem verurteilt wird, weil er selbst sich nicht zurückhalten kann und sein Plädoyer mit einer Majestätsbeleidigung bzw. mit einer Herabsetzung des Kaisers unter bürgerliche Moral abschließt. In euren Fragen kam einmal wieder die Frage, nochmal die Satire zu beleuchten. Wir haben wie in anderen Kapiteln auch verschiedene Kaiserzitate, die hier auch benutzt werden. Aber die satirischen Elemente hier sind vor allen Dingen wieder die Werte, für die Diederich Hässling einsteht, die Ehrlichkeit des Deutschen gegen die Lügen und die wechselhafte Haltung je nach Machtverhältnissen, die Diederich Hässling zum Besten gibt. Und ganz besonders deutlich wird das immer, wenn ihr verschiedene Aussagen über eine Person, die sich im Verlauf der Handlung ändern. Zum Beispiel die Aussagen über den Maschinenmeister Fischer, den er zuerst, als er sich nach der nationalen Nacht total gut findet, total affenähnlich, blass und abscheulich charakterisiert, dann als er den Fischer braucht, sieht er seine Rettung darin und sieht eine ehrenhafte Gesinnung, um dann wieder am Ende das Affenartige, mit dem er diese Figur beschreibt, wieder hervorzukehren. Wir sehen das Familienleben, das er quasi Kinast als höchst erstrebenswert vorspielt, wo er vorspielt, dass er sich immer wieder aus der Fabrik, aus dem harten Alltag zurückzieht zu seinen Schwestern und seiner Mutter und erholt im Familienleben. Und das wechselt sich ab mit Wüstenbeschimpfungen, sobald kein äußerer Gast mehr dabei ist, gegenüber der Mutter und den Schwestern. Oder aber mit der Hochachtung, wenn Magda es dann eben schafft, Kinast irgendwie sozusagen dazu zu bringen, mit ihr eine Verlobung einzugehen. Oder auch Lauer, wo er versucht, sozusagen zuerst seine Aussage zu entschärfen, damit er nicht so viele Nachteile im wirtschaftlichen und privaten hat. Aber am Ende, als er merkt, dass auch die öffentliche Meinung sich ein bisschen mehr gegen Lauer wendet, er dann nochmal nachtritt und sich hier einen Vorteil verschafft als jemanden, der total national ist. Also im Prinzip diese wechselnden Haltungen, die ihr immer wieder an Textstellen belegen könntet, wenn ihr versucht, die satirischen Elemente, die Doppelmoral, die hier immer wieder vorgestellt wird, von Diederich Hässling vorzustellen. Ein weiteres satirisches Element ist etwas, worauf ich nicht so im Detail eingegangen bin vorhin, aber grundsätzlich ist ja das nationale Lager, das kaisertreue Lager immer davon überzeugt, dass grundsätzlich der Respekt vor Kaiser und Krone und vor allen kaiserlichen Institutionen absolut notwendig ist. Und das wird konterkariert durch das Auftreten von Vulko, der höchste Repräsentant des Kaisers in Netzig ist und mit Kot an den Stiefeln, also mit Scheiße an den Stiefeln, ins Gericht kommt. Alle riechen, dass es stinkt, keiner spricht ihn an, weil er ja der höchste Repräsentant ist. Und dadurch, dass das so viel Raum einnimmt in der Schilderung des Prozesses von Heinrich Mann, unterstreicht er hiermit noch einmal dieses lächerliche Element, das satirische Element, in dem sozusagen der höchste Repräsentant des Kaisers das kaiserliche Gericht überhaupt nicht ernst nimmt und sozusagen mit Füßen tritt und mit Scheiße beschmeißt. Ein weiteres satirisches Element ist natürlich auch die schon erwähnte wechselhafte Gesinnung anderer Bürger aus Netzig. Ein Beispiel hierfür wäre zum Beispiel Gymnasialrat Kühnchen, der am Anfang des vierten Kapitels in der Loge, also bei den Liberalen, eine Rede gegen mehr Geld für Soldaten des Kaisers hält, um am Ende des Kapitels, wenn sich also die öffentliche Meinung gedreht hat und Diederichs nationale Gesinnung im Vordergrund steht und auf der Siegerstraße ist, mit applaudiert, wenn Diederich fordert, dass natürlich mehr Geld fürs Militär ausgegeben werden muss und von den Bürgern für den Kaiser zur Verfügung gestellt werden muss.
Und zu guter Letzt, wie bei anderen Kapiteln auch, haben wir auch am Ende dieses Kapitels wieder eine Szene, in der sich Diederich Hässling dem Kaiser so nah fühlt, dass er wieder für ihn sozusagen eine Äußerung tut. Er spricht praktisch als Kaiser. Und ich lese euch die Stelle vor, das ist die letzte Seite. Diederich blitzte und er nickte schwerwiegend, als wüsste er manches. Im selben Augenblick kam ihm wirklich ein Einfall. Also hier ist wieder, er denkt sich das aus. Neulich auf dem brandenburgischen Provinziallandtag hat der Kaiser dem Reichstag den Standpunkt klargemacht. Er hat gesagt, wenn die Kerls mir meine Soldaten nicht bewilligen, räume ich die ganze Bude aus. Also löse den Reichstag auf, ist damit gemeint. Das Wort erregte Begeisterung im Kriegerverein ist hier. Und als Diederich allen, die ihm zutranken, nachgekommen war, hätte er nicht mehr sagen können, ob es von ihm selbst war oder nicht, doch vom Kaiser. Also er selbst denkt sich etwas aus, wie das Telegramm am Ende des letzten Kapitels. Aber schon nachdem alle ihm zugeprostet hatten, also weiß er nicht mehr wirklich, ob er selbst es erfunden hat oder ob es wirklich der Kaiser gesagt hat, während nach dem Telegramm da noch so eine längere Phase an Angst war, dass er entdeckt werden könnte mit seiner List, ist jetzt sozusagen schon direkt nach einem Trinkspruch für ihn das, was er sich gerade ausgedacht hat, das Originalwort des Kaisers. Und es geht weiter. Schauer der Macht strömten aus dem Wort auf ihn ein, als wäre es echt gewesen. Tags darauf stand es in der Netziger Zeitung und schon am Abend im Lokalanzeiger. Schlecht gesinnte Blätter verlangten ein Dementi, aber es blieb aus. Das heißt, das Kapitel wird dadurch abgeschlossen, dass sozusagen Diederich wieder sich Kaiserworte lügt, aber jetzt noch schneller die gesamte Gesellschaft in Form der Presse das Gleiche sozusagen bestätigt, als Wahrheit annimmt. Und das ist auch so ein bisschen satirisches Element, dass jetzt nicht nur Diederich Hässling von seiner Kaiserähnlichkeit überzeugt ist, sondern dass immer mehr die Gesellschaft dieses Spiel mitspielt. Und das war das vierte Kapitel. Nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, wenn du auch das Video zum fünften Kapitel nicht verpassen willst. Bis dahin viel Spaß weiter mit dem Untertan. Musik